Die Geschichte vom bockigen Martin. Da war ein schöner Ziegenbock mit spitzen Horn und braunen Rock. Fraß Gras und Kräutlein auf dem Feld und hat nie Böses angestellt. Wenn nun der Martin bockig war, dann wurde plötzlich allen klar, den kleinen Leuten wie den großen, den Martin, hat der Bock gestoßen. Die Wirklichkeit ist aber die, der Ziegenbock stieß Martin nie, er krümmte Martin nie ein Herrchen, was man erzählte, war ein Märchen. Der Martin war ein Kerl, ein Schlimmer, er nörgelte und trotzte immer, fing an zu quengeln, kratzen, schmollte, wenn was geschah, was er nicht wollte. Weil er so viel Theater machte, so kam es denn, dass jeder dachte, na, diesen rübelhaften Knaben wird wohl doch der Bock gestoßen haben. Das ging dem Ziegenbock verquer, er meckerte und schimpfte sehr. Ich bin nicht schuld, dass Martin sich so schlecht benimmt und fürchterlich. Der Ziegenbock von Wut entfacht, hat nun das Märchen wahrgemacht und stieß mit ärgerlichem Fluch den Martin aus dem Bilderbuch.